Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen. Was heute im Sport passiert ist, das erfahren Sie von Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und das sind unsere großen Nachrichtenthemen. Einigen sich die Ministerpräsidenten mit dem Kanzler? Es geht um viel Geld, vor allem für die Versorgung von Flüchtlingen. Israel verstärkt die Angriffe auf den Gazastreifen. Jordanien wirft Hilfsgüter aus Flugzeugen ab. Und Kürzung bei Freiwilligendiensten. Sozialverbände schlagen Alarm. Ein Drittel der Stellen könnte wegfallen. Das große Ringen hat begonnen. Erst einmal haben sich heute die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten untereinander getroffen. Zur Stunde sitzen sie mit dem Kanzler zusammen. Vor allem geht es um die Asyl- und Migrationspolitik. Die Länder wollen mehr Geld vom Bund und es sollen weniger Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden. Über das Treffen im Kanzleramt Thomas Reichert. Es dauert alles viel länger an diesem Tag. Erst kurz nach 18 Uhr fahren die Länderchefs beim Kanzler vor. Schon ihr Vortreffen hat Stunden länger gedauert als geplant. Dabei schien es, als seien sie sich einig, waren sie aber nicht. Die sogenannten A-Länder, also die SPD-regierten Länder, einschließlich Thüringen, sind heute überrascht worden von umfassenden Änderungsvorschlägen der sogenannten B-Länder, also der unionsregierten Länder und Baden-Württemberg. Einig waren sich die Länder erstmal nur beim Geld. In ihrer Ablehnung, dass der Bund statt bislang 3,75 Milliarden im nächsten Jahr nur noch 1,25 Milliarden für Flüchtlinge zahlen will. Sicherlich hätte die B-Seite sich noch einige Maßnahmen mehr gewünscht. Aber das will ich sehr deutlich sagen. Wir haben uns aus meiner Sicht jedenfalls auf wichtige Punkte, und zwar mit allen Ländern, und zwar 16:0 einigen können. Die Länder fordern jährlich 1,25 Milliarden Euro plus einer Pauschale von 10.500 Euro für jeden Geflüchteten. Außerdem soll der Bund weitere gut 1,4 Milliarden übernehmen für Unterkunftskosten. Ein atmendes System bedeutet nichts anderes. Mehr Flüchtlinge kommen, mehr Geld, weniger kommen, weniger Geld. Und dass wir uns darauf jetzt heute verständigen müssen, für eine gute Zukunft, für Planbarkeit, das halte ich für außerordentlich wichtig. Uneinig sind sich die Länder beim Vorschlag, illegal eingereiste Flüchtlinge in Drittstaaten zu bringen, um dort ihren Asylantrag zu bearbeiten. Wir brauchen auch Verabredungen mit Ländern, auch auf dem afrikanischen Kontinent, wo unter dem Dach der Vereinten Nationen rechtssichere Verfahren laufen und eine ordentliche Unterbringung gewährleistet ist. Der Weg zu einer Einigung ist also lang. Wie es aussieht, auch länger als der Abend heute im Kanzleramt. Die Treffen heute ziehen sich also. Diana Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio. Worauf deutet das hin? Es deutet auf Uneinigkeit hin, schon unter den Ministerpräsidenten. Es war wohl so, dass die CDU-geführten Bundesländer heute neue Forderungen auf den Tisch geknallt haben, kurz bevor das Treffen losging. Das hat die SPD-Ministerpräsidenten überrascht und sie wollten auch nicht mitgehen bei diesen noch härteren Maßnahmen, die die Union vorschlug zur Begrenzung der Migration. Vor allem geht es darum, diese Asylverfahren, die in sogenannten sicheren Drittstaaten abgehalten werden sollen, da sind sich Experten einig, dass sie wohl einiges bringen würden. Viele SPD-Ministerpräsidenten sehen aber nicht, wie sie umgesetzt werden können. Nun sitzen die Ministerpräsidenten 16 leicht verzankt beim Kanzler mit 4 Stunden Verspätung und wollen von ihm vor allem eins: mehr Geld für die Länder und die Kommunen, die sehr belastet sind unter der Flüchtlingssituation. Schon vorher ahnten alle, dass der Abend lang wird. Das immerhin ist nun sicher. Vielen Dank, Diana Zimmermann. Sollte es heute zu einer Einigung kommen, hat sie konkrete Folgen für die Bundesländer und Kommunen. Denn sie sind letztlich dafür zuständig, Geflüchtete aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen. Ein Teil der Kommunen fühlt sich damit derzeit überfordert. Isabel de la Vega hat sich das in der hessischen Stadt Homberg-Om genauer angeschaut. 80 Flüchtlinge pro Jahr soll das hessische Städtchen Homberg künftig aufnehmen. Die Bürgermeisterin ist auf der Suche nach geeigneten Unterkünften. In dieser leerstehenden Bäckerei mitten im Ort wäre Platz, doch das wollten die Homberger nicht. Das Problem ist, dass die Wohnverhältnisse hier sehr beengt sind, dass die Leute sich nicht aus dem Weg gehen können und dass es sich nicht gut verteilt. Und das ist etwas, was keine Akzeptanz schafft in der Bevölkerung.
Hier in diesem Haus leben bereits einige Ukrainer. Es gäbe noch Platz, doch Flüchtlinge aus anderen Ländern müssten woanders untergebracht werden, um Konflikte zwischen den Gruppen zu vermeiden. Nicht nur das Wohnen, auch die Integration der Flüchtlinge ist eine echte Herausforderung. Beispiel Kindergarten. Hier stehen ohnehin schon 70 Kinder auf der Warteliste. Ältere Kinder haben Vorrang. Was, wenn Flüchtlingskinder schneller einen Platz finden als die Wartenden? Ich sehe einfach die Gefahr, dass es einen gesellschaftlichen Unfrieden dann gibt und dass es auf dem Rücken auch besonders der eingewanderten Kinder oder der Migrationskinder dann auch ausgetragen wird. Ried fordert mehr Geld vom Bund für mehr dezentrale Unterkünfte und für eine gute soziale Integration. Die könne aber nur gelingen, wenn die Zahl der Flüchtlinge sinke und planbar werde. Das Geld ist ein wichtiger Aspekt, aber das ist nicht der Hauptaspekt. Der Hauptaspekt ist, dass die Anzahl der Menschen, die zu uns kommen, muss so bemessen sein, dass wir die gut managen können. Gut managen und integrieren, das mache aber nur Sinn, wenn die Flüchtlinge, die nach Homberg kommen, auch eine Bleibeperspektive haben. Und wenn es im Laufe des Abends Neuigkeiten aus dem Kanzleramt gibt und Kanzler Scholz und die Vertreter der Ministerpräsidentenkonferenz vor die Presse treten, dann können Sie bei uns live dabei sein. Auf ZDF Heute sowie in der Heute-App. Zum Krieg in Nahost. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben im Gazastreifen entscheidend vorangekommen. Demnach haben die Truppen mittlerweile Gazastadt vollständig eingekreist. Über eine zentrale Verkehrsachse wollten sie der Zivilbevölkerung ermöglichen, nach Süden zu fliehen. Außerdem sagen Israels Streitkräfte, dass sie den Gazastreifen nun komplett geteilt haben in einen Nord- und einen Südteil. Stefan Schlösser berichtet. Dutzende Fahrzeuge der israelischen Armee überqueren die Grenze zum Gazastreifen und liefern Nachschub. Das sollen diese Bilder belegen. Mit ihrem Vormarsch bis zum Meer haben die israelischen Truppen den Norden vom Süden getrennt. Auch heute ermöglichte die Armee den Bewohnern Gazas für mehrere Stunden auf einer sicheren Route in den Süden zu flüchten. Die 18 Jahre alte Mina ist diesen Weg gegangen und lebt mit ihrer Familie schon seit Tagen in ihren Autos. Wir kamen hierher in der Hoffnung, Sicherheit zu finden, aber die existiert nicht. Wenn wir schlafen, hören wir die Raketen über unseren Köpfen. Schutz und Sicherheit gibt es nicht. Allein bei den Angriffen vergangene Nacht sollen mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen sein, so das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Israel wirft der Hamas immer wieder vor, den Tod von Zivilisten billigend in Kauf zu nehmen. Auf diesen Aufnahmen soll der Eingang zu einem Tunnel der Hamas zu sehen sein, direkt neben einem Krankenhaus. Wir werden diese mörderische Terrororganisation, gegen die wir kämpfen, immer wieder vor der Welt bloßstellen. Sie nutzt die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde. Dennoch werden wir sie kriegen und jeden Terroristen eliminieren. Die humanitäre Situation in Gaza spitzt sich weiter zu. Mitten in der Nacht hat die jordanische Luftwaffe dringend benötigte Hilfsgüter für ein Krankenhaus mit Fallschirmen über dem Gazastreifen abgeworfen. Die Aktion erfolgte unter enger Abstimmung mit der israelischen Armee. UN-Generalsekretär Guterres hat die Situation im Gazastreifen gerade als, Zitat, Krise der Menschheit bezeichnet. Und in Tel Aviv ist für uns Katrin Eigendorf. Katrin, militärisch sei der Gazastreifen inzwischen geteilt, sagt Israel. Was bedeutet das? Ja, wir sind hier gerade auf einer Gedenkveranstaltung in Tel Aviv, an die sich mit dem Schicksal der entführten Menschen beschäftigt, die noch immer in Gaza sind. Um deren Befreiung geht es ja unter anderem auch bei der Operation der Bodentruppen in Gaza. Das israelische Militär hat den Gazastreifen in einen Nord- und Südstreifen eingeteilt, weil sie erreichen wollen, dass sich möglichst viele Zivilisten aus dem Bereich entfernen, nämlich aus Nord-Gaza nach Süd-Gaza gehen, damit die nicht zwischen die Fronten der Kämpfe zwischen israelischem Militär und der Hamas geraten. Das Militär hat, soweit wir hören, Gaza-Stadt sozusagen abgeriegelt. Und was jetzt bevorsteht, ist eine schwierige Operation. Das Militär will nämlich in Gaza-Stadt selbst reingehen und dort versuchen, die Infrastruktur der Hamas lahmzulegen und gleichzeitig auch versuchen, die Geiseln zu befreien. Dankeschön, Katrin Eigendorf aus Israel. In der Ukraine haben russische Truppen in der Nacht vor allem den Süden erneut mit Raketen und Kampfdrohnen angegriffen, meldet Kiew. Einige Flugkörper seien zwar abgefangen worden, aber in Odessa wurden 8 Menschen verletzt.
Hier wurden Wohnhäuser, das Nationale Kunstmuseum und andere Einrichtungen getroffen. Auch in der zurückeroberten Region um die Stadt Cherson gab es russische Luftangriffe. Anfang Juni hatten das ZDF und der Spiegel enthüllt, dass ehemalige Kampfpiloten der Luftwaffe als Ausbilder für das chinesische Militär arbeiten. Jetzt plant die Ampelkoalition nach Informationen des ZDF-Hauptstadtstudios, die Abwerbung von Beamten mit sensiblem Wissen zu erschweren. Dazu soll zunächst das Beamtenrecht verschärft werden. Gleiches soll dann durch eine Änderung des Soldatengesetzes auch für ehemalige Angehörige der Bundeswehr wie frühere Kampfpiloten gelten. Der frühere US-Präsident Trump musste heute in einem Betrugsprozess gegen ihn erstmals selbst aussagen, und zwar unter Eid. Donald Trump, der auch bei der nächsten Wahl in einem Jahr wieder für die Republikaner antreten will, wird vorgeworfen, über Jahre die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums aufgeblasen zu haben, um an bessere Kredite und Versicherungen zu kommen. Vor Gericht räumte er ungenaue Vermögensschätzungen ein, bezeichnete aber das Verfahren als politisch motiviert. Der Richter wies Trump mehrmals an, keine Reden zu halten. Das sei keine politische Kundgebung, das sei ein Gerichtssaal. Ob Kita, Klinik oder Pflegeheim, Menschen, die ein freiwilliges, ökologisches oder soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst machen, werden dringend gebraucht. Doch genau hier will der Bund kürzen. Bis 2025 soll rund ein Drittel, 113 Millionen Euro, gestrichen werden. Derzeit engagieren sich mehr als 80.000 Menschen in Freiwilligendiensten. Es wird befürchtet, dass tausende Stellen wegfallen werden. Anton Jani berichtet. Hallo. Nur einmal in der Woche kommt Helga Siebler vor die Haustür. Sie sitzt im Rollstuhl und ist auf fremde Hilfe angewiesen. Die Freiwilligen von der Diakonie Baden unterstützen sie. Die 20-jährige Lisa Gäckle als Dienst im freiwilligen sozialen Jahr. Mir macht es schon sehr Spaß und ich finde es auch immer schön zu merken, wie dankbar die Leute sind, dass es Menschen gibt, die ihnen helfen. Für ihren Freiwilligendienst bekommt sie 450 Euro im Monat. Kürzt der Bund die Mittel, werden wohl viele solche Stellen gestrichen oder es gibt weniger Geld für die Freiwilligen. Das Bundesfamilienministerium sieht sich aber gezwungen, den Rotstift auch bei sozialer Betreuung anzusetzen. Das heißt, sparen auf Kosten der Freiwilligendienste. Das würde auch diese Demenzwohngruppe treffen, klagt die Diakonie. Die Betreuung der Senioren müsste eingeschränkt werden. Wir müssten natürlich auch Stellen abbauen, aber das, finde ich, ist ein zweitrangiger Faktor. Uns geht es als Verband wirklich darum, dass wir für die Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft hier uns laut machen, dass das, was wir leisten, weiterhin gefördert wird. Weniger Betreuerstellen, das trifft Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Helga Siebler hat Angst, dass ihr Spaziergang gestrichen wird. Das wäre schlimm, weil da vereinsamt man auch. Ich kann ja nicht ganz Tag Fernseher schauen oder Musik horchen. Und das ist halt einfach was wert. Sie unterstützt deshalb wie mehr als 100.000 andere eine Petition gegen die Kürzungen. In der kommenden Woche debattiert der Bundestag über den Haushalt und auch über die Zuschüsse für die freiwilligen Dienste. Nach dem unblutigen Ende der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen ist man dort zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Es bleiben aber Fragen offen. Etwa die, ob die Sicherheitsmaßnahmen des Airports ausreichend waren. Und ob es auch auf anderen Flughäfen passieren könnte, dass ein unbefugtes Fahrzeug aufs Vorfeld fährt. Über die aktuellen Sicherheitskonzepte und mögliche Schwachstellen berichtet Sven Rieken. Heute Mittag bekam Tour 43G am Hamburger Flughafen neue Schranken. Durch eben diese Nordzufahrt konnte der 35-jährige Mann am Samstag fahren. Offensichtlich waren das eiserne Tor offen und die Plastikschranken kein Hindernis. Weitere Einrichtungen zum Stoppen von Fahrzeugen gibt es nicht. Das wird sich vermutlich nun ändern. Ja, es ist so, dass wir natürlich immer einen Mix haben aus technischen Maßnahmen und auch Menschen vor Ort. Das ist so am Flughafen, das ist unser Sicherheitskonzept. Und jetzt werden wir bauliche Maßnahmen tatsächlich vornehmen, um den Zugang zum Sicherheitsbereich zu verstärken. Und wir werden weiter natürlich mit den Behörden auch das Konzept nochmal schauen. Deutschlands Flughäfen sind hauptsächlich mit Zäunen und Toren gesichert. Keine unüberwindbaren Hindernisse, wie auch Aktivisten der letzten Generation in Berlin und Hamburg zeigten. Auch Drohnen bringen den Luftverkehr zum Erliegen. Solche Abfangsysteme sind noch in der Erprobungsphase und teuer. Sicherheit an Flughäfen kostet Geld.
Es ist nicht neu, aber es ist sicherlich auch wichtig, das jetzt zu bewerten. Kann man so weiterarbeiten wie bisher? Oder geht es darum, mehr vielleicht auch Beton zu verbauen und gleichzeitig den Flughafenbetrieb nicht nur wirtschaftlich, sondern operativ am Laufen zu halten? Versorgungsfahrzeuge, Rettungswagen, Lieferverkehr, alle müssen hier durch. Mehr Sicherheitskontrollen bedeuten auch mehr Wartezeit. Auch das kostet wieder mehr Geld. Nach diesem Wochenende am Hamburger Flughafen aber wird wohl mehr passieren. Er war einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren, Journalisten und Showmaster. Hans Meiser ist gestorben. Seine Nachmittagstalkshow in den 90er Jahren war die erste derartige Sendung im deutschen Fernsehen. Manchmal auf Krawall aus, immer schrill. Für RTL präsentierte er weitere Unterhaltungsformate und die Nachrichten. Hans Meiser starb an Herzversagen. Er wurde 77 Jahre alt. Und jetzt kommen wir zum Sport, zur Fußball-Champions League. Norbert, da trifft Dortmund ja morgen Abend auf Newcastle. Ein wichtiges, ein schweres Spiel. Wichtig, weil ein BVB-Sieg in der Hammergruppe F die Chance aufs Weiterkommen wahren würde. Ja, und schwer, weil der Borussia die blamable Heimschlappe vom Samstag gegen die Bayern wohl noch in den Knochen und Köpfen stecken dürfte. Besondere Spiele verlangen besondere Vorbereitungen. Beim letzten Mal muss da beim BVB was schiefgelaufen sein. Denn die Bayern mit dem Dreierpacker Harry Kane haben die Borussia beim 4-0 in Dortmund auf den Rasen der Tatsachen zurückgeholt. Das war erstmal zu verdauen. Da sind wir sehr offen und sehr ehrlich miteinander umgegangen, um dann den Haken drunter zu setzen, um dann den Montag, den heutigen Tag dafür zu nutzen, um das Ganze wieder nach vorne zu richten und den Blick nach vorne zu wenden. Der Blick zurück hilft aber auch beim Hinspiel in Newcastle, sorgte Felix Metscher für den ersten Saisonsieg in der Champions League. Nach dem 0-4 vom Samstag soll nicht der Eindruck entstehen, man habe die großen Spiele nicht im Griff. Ich erinnere mich auch an eure Schlagzeilen vor dem Spiel in Newcastle, wie richtungsweisend dieses Spiel da ist. Deshalb war es auch ein richtig großes und wichtiges Spiel für uns. Und da haben wir gezeigt, dass wir auch das gut bewältigen können. Das Team schien beim Training heute auch schon wieder schön im Gleichgewicht zu sein. Newcastle kann kommen. Zur Fußball-Bundesliga. Da hat gestern Abend Aufsteiger Heidenheim den VfB Stuttgart mit 2-0 besiegt. Ein spannendes, intensives Württemberg-Derby, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Dieses Tor von Heidenheim zwingt Stuttgart endgültig in die Knie. Zweite Liga-Niederlage für den VfB nacheinander. Höhenflug gestoppt. Natürlich hat der VfB auch 2-3 Hochkaräter gehabt, aber wir vielleicht noch 1-2 sogar mehr. Ohne den verletzten Torgaranten Serou Guirassy sind Tore Mangelware. Stuttgart zwar mit viel Druck, aber auch vielen vertanen Chancen. Auch dieser Elfer in der 57. Minute. Der Anfang vom Stuttgarter Ende beginnt aber erst in der 70. Minute. Ecke und Jan Schöppner gelingt das 1-0. In der Nachspielzeit erhöht Tim Kleindienst dann zum 2-0 Endstand. Heidenheim beendet die Serie von 4 Pflichtspielniederlagen. Stuttgart bleibt auf Tabellenplatz 3. Jo, alle Tore, alle Höhepunkte des 10 Spieltags zu sehen bei zdfheute.de und in der zdfheute-App. Tipptopp, danke Norbert. Ja. Was passiert, wenn Alltag auf Skurriles trifft? Hier ein besonders hübsches Beispiel. Im polnischen Lodz wurde eine Straße neu betoniert. Alle Anwohnerinnen und Anwohner waren gewarnt, nur einer hat's verschlafen. Weil aber Zeit Geld ist und der Beton angerührt war, werkelten die Arbeiter einfach ums Auto herum. Abschleppen ging juristisch nicht, sagt die Polizei. Am Ende verschwand das einbetonierte Auto über Nacht. Wie? Das weiß nur der Besitzer. Das oft ungemütliche Herbstwetter setzt sich fort. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Marietta Slomka. Machen Sie es gut. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das unruhige Herbstwetter setzt sich weiter fort. Also Regen und Wind begleiten uns auch in den nächsten Tagen. Aber es gibt auch trockene Abschnitte, zum Beispiel im Norden Deutschlands. Das sehen Sie hier zum Beispiel morgen dann hier in der Nordhälfte deutlich weniger blaue Flecken wie im Süden. Das bedeutet, es gibt weniger Regen im Norden und das schon in der Nacht. Ganz im Norden allerdings auch einzelne Gewitter. Im Süden ziehen hier Schauer durch. Die Temperaturen gehen zurück auf 0 Grad am Alpenrand und 9 Grad an der Nordsee. Das ist die Temperaturspanne. Morgen dann ziehen neue Schauer von Südwesten her auf. Nach Norden hin ist es deutlich trockener als im Süden. Ja, im Osten zeigt sich mal die Sonne auch. Richtung Bayern hier einzelne Sonnenflecken durchaus dabei.
Ganz im Norden gibt es aber auch wieder Gewitter. Bei höchsten Temperaturen von 13 Grad im Osten Deutschlands und 7 Grad zum Beispiel hier Richtung Vogtland. Die nächsten Tage, ja, erst einmal am Mittwoch noch relativ trocken. Erst zum Abend kommen hier im Nordwesten neue Schauer auf. 7 bis 12 Grad, Donnerstag und Freitag deutlich durchwachsener mit Regen und etwas kühler. Schönen Abend.